Ho. Und damit wären wir jetzt Dritter. Damit hätten wir den Playoff-Platz. Was ist denn jetzt los? Wann das für ein Tor? Wenn wir nicht die ganze Zeit blöde Fehlpässe machen würden. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 23 beim VfL Osnabrück. Wir treffen heute im ersten Spiel auf Magdeburg und im zweiten Spiel auf... Ich muss nochmal nachschauen. Auf Kiel. Ja, sind noch 3 Spiele zu spielen diese Saison. Und wir haben nur noch einen Rückstand von 3 Punkten auf den Playoff-Platz. St. Pauli hat auch gepatzt. Sind jetzt nur noch 6 Punkte vor uns. Und Stuttgart hat das Duell gegen Düsseldorf gewonnen. Deshalb sind sie 8 Punkte vor uns. Bei uns wird diesmal ein anderer starten. Bei uns, wir spielen mit Konsbruch mal von Beginn an. Aber ich weiß nicht, irgendwie wäre ich mit dem nicht so ganz frisch. Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Magdeburg muss ein Pflichtsieg sein. Das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie da. Ganz einfach. Also, ja, alles muss jetzt ein Pflichtsieg sein. Dann ist da vielleicht doch noch der Aufstieg drin. Es wird sicher nicht leicht, aber das ist die einzige Möglichkeit noch, dass wir aufsteigen können. Und zumindest Düsseldorf darf jetzt gar nicht mehr patzen. Wenn wir es auch nicht tun. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Kuskovic, 1-0. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Läuft. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Sehr starke Balleroberung. Jetzt könnte das Spiel richtig Schulz, warum lässt du den Ball vorbei? Und holt sich den Ball. Ah, boah, das war auch knapp. Vorsicht, wir brauchen jetzt keinen blöden Konter. Müller. Ja, das sieht gut aus. Ganz stark. Sehr stark von Clara. Danach gut geklärt von Schulz. Es wurde in den vergangenen Tagen viel über ihn diskutiert. Denn er hört ja auf, Buschi. So schade das auch ist. Naja. Er hat sich entschieden. Ja, da ist der Manager nicht zu beneiden, wenn er adäquaten Ersatz finden will. Wie soll das gehen? Den kannst du nicht ersetzen, Wolf. Ganz wichtiger Mann, nicht nur spielerisch, auch fürs Teamgefüge. Auf den konnte der Trainer immer bauen, konnte sich immer auf ihn verlassen. Der war immer da. Jetzt ist Schluss. Er verhindert die Flanke. Ich sag dir mal nichts dazu. Ah, die machen echt Frühdruck. Meier. Nico Schulz. Macht da gut Druck. Ja, wir können das auch. Wenn wir nicht die ganze Zeit blöde Fehlpässe machen würden. Was für eine Chance. Sie blocken den Ball ab, aber Szene geht weiter. Sie klären. Es gibt einen Torerfolg im Spiel von Dresden. Wir geben ab ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Dresden. Neuer Spiel. Warte mal, gegen wen führt Dresden? Gegen wen führt Dresden? Irgendwer hat gegen Dresden gespielt. Das Update. Nico Schulz. Unnötiger Ballverlust. Gegen wen führt Dresden? Ich will das jetzt wissen. Sie lassen den Ball da jetzt gut laufen. Hat St. Pauli nicht gegen Dresden gespielt? In der Runde? Ich weiß es nicht.
Kein Problem. Direkt auf den Torwart. Okay. Steht euch bitte nicht selbst im Weg. Gegenseitig meine ich, nicht selbst. Selbst sollte euch auch nicht im Weg stehen. Die Mitspieler bieten sich an. Okay. 1:0. Das geht noch besser. Aber es ist kein leichtes Spiel. So. Dresden führt gegen Stuttgart. Jetzt geht's weiter. Der Ball ja, Stuttgart ist aber am weitesten weg von uns. Mit 8 Punkten. Wenn es jetzt nur 5 Punkte werden, dann ist es schon mal cool, aber. Platz auf außen. Da ist die Hereingabe. Die Riesenchance. Sie machen das Tor und jetzt führen sie hier also okay. Mit 2. Ich weiß nicht, warum das jetzt kein Abseits war, aber ich nehme es. Ist okay. Bin ich cool damit. Ausgangspunkt für dieses Tor ist natürlich dieser halbherzige Befreiungsschlag. Ja, na, das war knapp satt. Okay. Muskovic. 2:0. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Guter Steilpass. Sie spielen den Ball hoch. Und dann ist der Ballverlust da und der Angriff beendet. Wir geben ab ins Studio. Es gibt ein Tor im Spiel des VfB Stuttgart. Wir haben hier 1:1. Das erste Tor für Stuttgart. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind jetzt 52 Minuten. Das Gute ist ja, wir müssten uns auf Patzer verlassen, aber wir könnten rein theoretisch alle drei noch einholen. Das heißt, die Chancen sind ja höher, dass irgendwer da genug patzen wird. Damit habe ich nicht gerechnet. Die Gäste und Düsseldorf haben wir eigentlich mit dem Spiel schon, wenn die das nächste nicht. Ja, wenn die ihr nächstes verlieren. Also mit dieser Führung im Rücken können sie fast beruhigt aufspielen. Auch jetzt haben sie hier wieder den Ball. Und St. Pauli darf auch nicht allzu viele Fehler machen. Nur Stuttgart darf sie ein paar Fehler noch erlauben. Da bleibt der Ball an ihm hängen. Er kann es machen. Oder Stuttgart darf eigentlich, die haben 8 Punkte Vorsprung, die müssten jetzt jedes Spiel verlieren, damit wir noch eine Chance hätten, sie zu überholen. Das Tor aus kurzer Distanz, hier haben wir nochmal ein Auge drauf, er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Dann bringen wir mal Platte, wir bringen Zimmermann und wir bringen Siersleben statt Clara. So, gelbe Karte bleibt stecken, aber das war dann wohl auch das letzte Einsteigen von ihm, das ungestraft bleibt. Schade. Da ist die Balleroberung. Wenn wir den Pass angebracht hätten, bleibt er 4:0. Der Ball ist drin und damit wird es noch deutlicher. 4 Tore Führung, also das Ding ist durch. Ich glaube, wir haben jetzt genau im richtigen Moment nochmal auf die Tube gedrückt. Das ist reicht, dass wir aufsteigen. Zunächst der gefährliche Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Hereingabe in die Mitte. Tolles Tor! Das ist natürlich ein Wunder. Was ist denn jetzt passiert? Wie dieses Tor entstanden ist. Erst die Flanke und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Schade. Wenn für den ein Angebot kommt, lasse ich ihn auch gehen. Also mit Lemperle bin ich jetzt nicht so hundertprozentig zufrieden. Er ist nicht schlecht, auf keinen Fall, aber guter Pass. Ja, einfach nicht so 100% zufrieden.
kommt die Ecke. Den wehrt er ab, knapp über die Latte. Es gibt einen weiteren Eckstoß. Geblockt auf der Linie. Machen Sie jetzt gut. Hereingabe. Den hält er sicher. Gar kein Problem. Harmlos, dieser Kopfball. 6 Minuten haben wir hier noch. Sie werden hier wechseln. Zimmermann. Gut verteidigt. Fast. Super dieses Zuspiel. Das macht er sicher. Den kann man aber jetzt auch einmal machen. Also, wir führen eh 4-1. Also, das ist jetzt nicht so wichtig, aber aus der Entfernung im 1 gegen 1. Das ist der Schlusspfiff. Die Gäste haben ja also gewonnen. Kann man schon einmal machen. So oder so gewinnen wir 4-1 und Stuttgart gewinnt. Ach, du meine Güte. Zurzeit sind wir vor Düsseldorf. Mal schauen, wie lange das so bleibt. Düsseldorf hat gepatzt. Und nicht nur einmal, sondern zweimal. Weil sie haben einmal anscheinend verloren und einmal nur unentschieden gespielt. Das heißt, sie sind jetzt mit einem Spiel mehr nur einen Punkt vor uns. Wenn wir jetzt gegen Kiel gewinnen, sind wir Dritter. Wenn wir jetzt gegen Kiel gewinnen, sind wir Dritter. Möchte ich nur mal so festhalten. Ich werde wieder mit Konzbruch starten. Ich weiß nicht, taugt mir einfach mehr. Wir haben es wirklich geschafft. Also St. Pauli ist weg. Die, ja, ein Spiel mehr, 9 Punkte vorn. Wurscht. St. Pauli ist weg. St. Pauli ist nicht das Thema. Thema ist, es ist ja klar, wer heute Fortuna Düsseldorf. In diesem Spiel. Denn 4 Tore aus den letzten 3 Spielen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute wieder Ihre Kommentatoren. Und wir zeigen Ihnen jetzt eine Begegnung aus der 2. Bundesliga. Es könnte ein Superspiel werden. Ich glaube, für die beiden ist das hier mehr als ein Freundschaftsspiel. Die nehmen es sehr ernst. Die wollen zeigen, was sie drauf haben. Ja, guter Pass. Volley genommen. Yes, Huskovic 1-0. Und damit wären wir jetzt Dritter. Damit hätten wir den Playoff-Platz. Die Wiederholung nochmal. Oh, meine armen Nerven. Meine armen Nerven. Und dann das Tor mit diesem Volley stellt sich perfekt zum Ball. Also das ist aus dem Lehrbuch. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ahnt hier oh Gott. Diesen Pass, weg ist der Ball. Sehr stark von Elas. Er hat natürlich in den letzten Tagen vor diesem Spiel Schlagzeilen gemacht. Denn zuletzt gab es immer wieder Gerüchte. Die Entscheidung in Sachen Karriereende wäre wohl gefallen. Aber Buschi, ja, wenn dann er rückt hört er immer noch nicht mit der Sprache raus. Erst nach seinem Vertrag auf. Oder was ist denn jetzt los? Was war denn das für ein Tor? 2-0. Jetzt wird er hier gefeiert. Huskovic. Nochmal die Wiederholung des Tors. Da kommt zunächst die Flanke und dann dieser Kopfball. Schön durchgesetzt. Und der ist am Ende nicht zu halten. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. 21 Tore in 23 Partien. Das ist jetzt nicht so stark. Aber es ist schon okay. Macht er gut Druck. Erklärt. Ich glaube, Platte hat aber mehr Tore. Also er ist nicht der beste Torschütze in unserem Verein. Oder hat Platte mehr? Na, Platte müsste schon mehr haben. Der hat wirklich oft mehrmals getroffen. Durch.
Und Toskovic war ja vor allem am Anfang so, dass der gar nie getroffen hat und dann auf einmal einen Viererpack. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Vorsicht jetzt. Keine blöden Fehler. Das wird am wichtigsten im letzten Spiel dann gegen Heidenheim. Die Gäste kontrollieren den Ballbesitz und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufahren. Auch jetzt sind sie wieder im Angriff. Sieht durchaus vielversprechend aus. Meier, ganz stark abgeblockt. Ach. So, Ecke kommt. Er bringt den Ball nicht raus. Irgendwer liegt da verletzt am Boden. Es gefällt mir gar nicht. Schulz. Schulz liegt verletzt. Ich bitte nicht. Jan Fiete ab. Ein Pass mit viel Auge. Stark. Super dazwischen gegangen. Einer der Spieler scheint sich hier verletzt zu haben. Und deswegen Scheibenkleister. Musst du dich genau jetzt verletzen? Genau im vorletzten Spiel? Spiel. Und damit geht es nun weiter. Ganz klar mit Schiedsrichterball. Werner. Meier. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Er passt gut auf und hat den Ball. Schöner Steilpass. Volley genommen. Der macht den Hattrick. Unglaublich. Sein drittes Tor heute. Wahnsinn. Wir holen uns gerade den dritten Platz. Die Wiederholung nochmal. So ist dieser Treffer entstanden. Erst der schöne Boah. Ball. Aber da müssen wir. Oh nein, da müssen wir wieder in einen Playoff. Klasse gemacht. Schön durch. Nicht schon wieder. Letzte Saison ist es ja schon nicht gut gegangen. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Aber da hat gerade unser Tief begonnen. Da waren wir am Anfang stark oder sehr lang sehr stark und sind dann ins Tief gekommen, genau wie auch das Playoff war. Die Gelegenheit. Kein Problem, den hat er. Diesmal haben wir das Tief schon überwunden. Alter Schwede, und dann irgendwie in der Bundesliga bleiben, wenn wir aufsteigen. Das wär's. Was macht er draus? Da passt der Torhüter auf. Sehr stark. Wenn man jetzt so denkt, haben wir auch in den letzten drei Gegenspielen, also mit dem weggerechnet, weil es ja nicht vorbei ist, in den letzten drei Gegenspielen nur ein Gegentor erhalten. Das ist für uns schon richtig stark. Den nimmt er direkt. Wenn man denkt, wie viel wir sonst immer kassieren, ist das schon wirklich beachtenswert. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Unaufhaltsam. Flanke kommt in die Mitte. Sie bekommen Schade. Den Ball nicht weg. Oh, der geht irgendwo hin. So, dann nehmen wir Konsbruch raus. Bringen noch Platte und bringen Niemann. Sie versuchen es aus der Entfernung, aber wir sehen es ja, da kommt kaum Torgefahr auf. Ist natürlich auch nicht leicht, so einen Ball dann perfekt zu treffen. Schade. Nochmal schade. Oh. Können wir das jetzt irgendwie noch verteidigen? Sind nur noch 30 Minuten.
Guter Schuss, noch stärkere Parade. Ball kommt kurz. Schuss oh. Kommt nicht durch. Okay. Alles gut. Ja, schwacher Ball hier. Becker. So langsam wird's gefährlich. Ganz stark abgeblockt. Sehr stark. 20 Minuten noch. Klasse vom Torhüter war gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Die Ecke kommt rein. Valentino Lazaro. Haberer. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Warte, wollten mit dem Kopf irgendwie drüber heben über alle anderen und die hat sich dann selbst ausgespielt. Klar, wir sind mittendrin in der Schlussphase. Die machen das. Der Vorsprung ist zu klar. Das geben sie nicht mehr aus der Hand. Aber bitte verschrei es nicht. Bitte. Einwurf jetzt. Da ist das Pressing erfolgreich. Latte. Komm schon. Sie haben jetzt Platz auf Außen. Schneller, schneller. Haber, ist deiner. Nö, nee, ist doch nicht. Ist doch nicht deiner, vergiss es. Das muss es fast sein. Ich weiß nicht, wer da jetzt hinkommt oder nicht. Mir wurscht. Einfach nur schießen probieren. Tja, okay. Kann er den mit dem Schlenzer machen? So, dann Zimmermann. Und du kommst. Hä? Warte mal. Ah ja, Siersleben, stimmt. Schulz hat sich verletzt. Ja, aber ja. Das war ein kräftiger Schuss, aber hab ich vergessen. Das war nicht die richtige Entscheidung. Becker. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Da passiert jetzt nichts mehr. Also. Ja, weg ist der Ball. In 3 Minuten 3 Gegentore zu kassieren, wäre schon sehr fragwürdig. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Spiel, hast du mir zugehört? Das wäre sehr fragwürdig. Super, danke. Weglegen. Lauf. Gut. Ja, das war nicht gut. Wir sind Dritter. In dieser Begegnung, das war und haben nur noch ein Spiel. Wir können dieses Ligaspiel heute also gewinnen. Wir müssen gegen Heidenheim gewinnen. Wir müssen gegen Heidenheim gewinnen. Puh. 2 Punkte Vorsprung vom letzten Spiel. Wo ist denn Heidenheim tabellentechnisch? Auf der 14. Nein, können wir nicht gegen irgendeinen spielen, der gegen Nürnberg. Da komme ich mir sicherer vor wie gegen Heidenheim jetzt. Und dann Playoff. Und dann Playoff. Warte mal, können wir nachschauen? Irgendwo andere Ligen? Wie es in der ersten Liga ausschaut? Wer ist da jetzt so letzter? Belgien, China, Bundesliga. Zurzeit wäre es Augsburg. Ein Spiel ist bei denen auch noch. Das heißt, es wird. Na, warte mal, das sind 36 sind es, oder? Na, 34, passt schon. Es kann nur Augsburg werden oder Bielefeld oder Bremen. Da wäre mir Augsburg am liebsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gegen Bielefeld haben wir auch schon gespielt. Bielefeld könnte man gleich sogar auch besiegen. Werder Bremen? Ich weiß nicht. Nico Schulz war 2 Monate aus. Tja, das ist blöd. Aber er hört sowieso nach der Saison auf. Also die 2 Monate muss er eh nicht mehr durchhalten.
Dann war es das einmal für die Folge wieder. Falls euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da. Abo hilft es natürlich auch immer und schaltet es in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin.